Ilija Kovacic, herzlichen Glückwunsch zum Sieg und zum Debüt für den FC Aarau. Was ist dir durch den Kopf beim Zusammenprall von Steven Deano? Ja, zuerst mal habe ich an Steven gedacht. Ich hoffe, dass es nicht schlimm ist und eben gute Besserung an Steven. Und dann eben, bin ich bereit gewesen, zum Reinkommen. Zum Aufwärmen hast du echt keine Zeit gehabt, schlussendlich. Wie hast du das Spiel gefunden? Ja, das Spiel. Wir haben nach dem 2-1 und 3-1 geschossen. Wir sind eigentlich nie fürs Zittern gekommen. Und ich muss mich noch bei der Mannschaft entschuldigen für das zweite Goal, das wir bekommen haben. Auf meine Kappe ist klar. Aber eben wichtig ist, wir haben gewonnen. Inwiefern war es für dich speziell gewesen, gegen deinen Ex-Club zum Debüt zu kommen? Ja, normal ist es speziell, aber es spielt keine Rolle, jetzt, gegen welche Mannschaft das hinkommt. Man muss einfach immer parat sein und alles geben. Danke vielmals. Martli, dir Glückwunsch zum Sieg, zu deinem Tor und zu deinem Assist. Wie bist du zufrieden mit dem Spiel heute? Ja, wir haben gewonnen und wenn sie Tor treffen, dann ist es immer schön. Wie hast du nach deiner Einwechslung ins Spiel gefunden? Ja, war schwierig, war 1-1 und erste Halbzeit, ich denke, Chiasso war ein bisschen besser im Spiel machen als uns. Aber zweite Halbzeit haben wir das gewechselt und waren wir schon Meister. Um was geht es jetzt für dich noch für die letzten zwei Spiele? Ja, ich wollte nur spielen und Spaß machen, Tore treffen, wenn es möglich ist und dann schaue ich, was passiert. Danke vielmals. Wir diskutieren die heißesten Themen vom Schweizer Fußball mit den wichtigsten Gästen. Die Blog.ch Fußballarena. Jeden Montagabend, 5:30 auf Tele1. Marco Schellibaum, 3-2 hier daheim gegen Chiasso. Vollumfänglich zufrieden? Ja, vom Resultat sicher. Es war auch ein schwieriger Match. Es ist nicht einfach gegen Chiasso zu spielen mit dem System, das sie haben. Da haben wir ein bisschen Unglück gehabt. Zum einen müssen wir raus, weil er Schmerzen hatte, die Adduktoren. Dann die Goalie müssen rausgehen. Von der Wechsel her relativ knapp gewesen. Aber ich glaube, wir haben doch auch den Break können machen, das 2 und 3-1. Sind dann ein bisschen ins Schrudern gekommen, sage ich jetzt mal, mit dem 3-2, den wir geschenkt haben. Aber schlussendlich haben wir gewonnen, das war gut gewesen. Top. Weißt du schon mehr, wie es im Steven geht? Ich habe jetzt gerade gesehen, er hat mit einem Schlag bekommen da an der Schläfe, wo wir jetzt einfach beobachten müssen. Muss auch ins Spital gehen, um zu schauen, was ist. Aber es sieht nicht so schlimm aus, wie es eigentlich war. Zum Schluss noch eine Quizfrage. Weißt du, was heute vor 15 Jahren in deinem Leben war? Ja, cool, nein. Du bist mit IB aufgestiegen, und zwar wegen dem Unentschieden vom FC Aarau gegen Yverdon. Was hast du für Erinnerungen an diesen Tag? Ah, ja gut, sehr viele Emotionen. Natürlich ist klar, wenn man aufsteigen kann in die Super League, ist natürlich das unglaublich toll. Ah, das ist gut, das soll aber auch doch noch ein bisschen geholfen werden. Aber wir haben auch gewonnen, schlussendlich. Ja, ja. Danke vielmals.